Hallo und willkommen beim zweiten Teil eures Core-Trainings. Alles, was ihr braucht, ist eine Kugelhantel. Habt ihr keine Kugelhantel, könnt ihr eine Kurzhantel nehmen. Ich will nur, dass ihr für eine der Übungen ein kleines Gewicht habt, nämlich bei dem Goblet Squat. Wir werden gleich alle drei Übungen vorführen. Die erste Übung, die wir machen, ist ein einfacher Sit-Up. Legt euch auf den Rücken. Eure Füße bleiben zusammen, eure Knie sind gespreizt. Nehmt eure Arme hinter den Kopf. Mit dem Schwung eures Oberkörpers richtet ihr euren Körper auf. Eure Schultern sollten vor euren Hüften sein. Streckt euch vor und geht dann runter. Körper aufrichten und runter. Noch einmal. Geht hoch und runter. Die nächste Übung. Stellt euch hin. Jetzt machen wir die Goblet Squats. Jetzt braucht ihr eure Kugelhantel, okay? Ihr nehmt die Kugelhantel und fasst sie an der Kugel an. Die Beine stehen etwas breiter als schulterbreit. Mit der Hantel nah an eurem Körper, direkt unter eurem Kinn, geht ihr einfach nach unten und kommt hoch. Bringt eure Hüften tiefer als die Knie. Das Körpergewicht ruht auf den Fersen, der Bauch ist angespannt. Hoch und runter. Macht das ein- oder zweimal, lasst mal sehen. Runter, hoch, noch einmal. Es ist wirklich wichtig, dass ihr eure Hüften ganz streckt, okay? Legt die Hantel weg, legt euch wieder auf den Rücken. Und die letzte Übung, die wir machen, nennt man V-Up. Courtney macht eine Variante für Anfänger. Sie nimmt ihre Hände hinter den Rücken. Sie zieht ihre Knie zur Brust und streckt dann die Beine. Knie anziehen, strecken. Ihr könnt das so machen, oder? Ihr geht ganz runter auf den Boden. Ihr streckt euch hoch und geht runter. Hoch und runter. Ihr müsst die Kraft aus euren Beinen holen, damit ihr mit dem Körper in diese Position kommt. Das ist ein V-Up, okay? Jetzt kommt's. Für jede dieser Übungen habt ihr 30 Sekunden Zeit, bevor es mit der nächsten Übung weitergeht. Als erstes macht ihr 15 Sit-Ups. Dafür habt ihr 30 Sekunden. Es kommt darauf an, wie lange ihr braucht. Wenn ihr sie in 20 Sekunden schafft, habt ihr 10 Sekunden Pause, bevor es zur nächsten Übung geht. Okay? Wenn ihr es nicht schafft, in den 30 Sekunden die 15 Sit-Ups zu machen, müsst ihr direkt mit der nächsten Übung weitermachen. Merkt euch, wie viele ihr hattet. Und wenn ihr stärker werdet, werdet ihr auch merken, dass ihr schneller werdet und die Vorgaben schafft. Also, als erstes kommen 15 Sit-Ups in 30 Sekunden. Als zweites stehen wir auf und machen 10 Goblet Squats. 30 Sekunden lang. Und dann zum Schluss 10 V-Ups. Wieder 30 Sekunden lang. Wir machen davon 3 Runden. Also, auf den Rücken. Knie auseinander, Arme über den Kopf. Ihr habt 30 Sekunden Zeit für diese Übung. 15 Sit-Ups. Und wir starten in 3, 2, 1 und los. Okay. Seht mal her. Achtet auf Brandon hier. Er haut diese Sit-Ups wirklich schnell raus, weil er sich denkt, vermute ich zumindest, er denkt sich, ich will so schnell wie möglich fertig werden, weil ich so viel Ruhezeit wie möglich haben will. Gut, hoch und runter. Seine Haltung ist gut. Er war schon 5 Sekunden vor der Zeit fertig. Sehr gut. 3, 2, 1. Steht auf. 10 Goblet Squats und wir fangen an. Denkt daran, wenn ihr die volle Anzahl nicht ganz schafft, merkt euch, wie viele ihr hattet, so dass ihr beim nächsten Mal, wenn ihr die Übung macht, vergleichen könnt. Ihr werdet merken, dass ihr stärker werdet. Also, 10 davon. Schön. Ihr habt 20 Sekunden gebraucht. Gut. Sehr gut, Courtney. Und auf den Rücken. 10 V-Ups. Auf geht's. Oh. Mit viel Kraft. Meine Sportler machen das sehr schnell. Sie haben die Haltung, sie haben die Erfahrung und die Technik. Ich will, dass ihr euch bei der Technik an ihnen orientiert. Nehmt sie euch zum Vorbild. Gut, wir haben alle Übungen gemacht. Das war die erste Runde. Jetzt sind es noch 2. Bleibt auf dem Rücken. Wir starten in 5, 4, 3, 2 und 1. Los geht's. Hoch und runter. Eure Bauchmuskeln sollten richtig fest angespannt sein. Auf dem Weg nach oben ausatmen. Achtet darauf, dass ihr mit den Schultern weiter vorgeht als mit euren Hüften. Sehr gut, Brandy. Gut, Brandy. Mit Kraft hoch und runter. Gut, wenn ihr damit fertig seid, steht auf. Und macht euch bereit für die nächste Übung. Wir beginnen in 3, 2, 1, 10 Goblet Squats. Fangt an. Gut, Brandy tiefer. Also. Hohe Geschwindigkeit ist gut, aber noch wichtiger ist die Länge der Bewegung. Gut, Courtney. Sie sind schneller geworden. 10 Sekunden sind übrig. Auf den Rücken.
und wir machen uns bereit für die WIAPs. Wir starten in 4, 3, 2, 1, los. Wir machen 10 davon. Hervorragend. Hoch. Und hoch. Schön. Noch eine Runde. Wir stehen auf. Oh nein, noch nicht. Wir machen erst Sit-Ups. Entschuldigung. Letzte Runde. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Schön. Denk daran zu atmen. Oft halten die Leute aus irgendeinem Grund den Atem an, wenn sie Bauchtraining machen. Ihr müsst wirklich richtig tief einatmen. Je mehr große, tiefe Bauchatmer ihr macht, desto mehr Ausdauer werdet ihr haben, wenn es ins Training geht. Wir trainieren hier nämlich auch euren Stoffwechsel. Gut. Steht auf. Wir starten in 2, 1 und los. Wir machen wieder 10 Goblet Squats. Haltet das Gewicht nah am Körper und streckt die Hüften durch, wenn ihr oben seid. Super, wir haben 10 Sekunden übrig. Geht auf den Rücken. 10 V-Ups. Drei, zwei, eins. Los geht's. Wir machen 10 Stück. Wenn ihr die Übung so wie Brandy und Brandon macht, will ich, dass ihr euch bei der Technik an ihnen orientiert und sie zum Vorbild nehmt. Achtet auf eine gute Haltung. Wenn ihr etwas müde werdet, könnt ihr auch die leichtere Variante wählen. Aus. Und jetzt hört gut zu. Steht auf. Ihr habt 3 Runden geschafft. Jetzt nehmen wir wieder die Kugelhanteln, die Dumbbells. Wir machen jetzt 30 Sekunden lang Goblet Squats. 3, 2, 1, los. Jetzt geht mal auf Geschwindigkeit. Macht trotzdem große Bewegung. Mit Maximalgeschwindigkeit. So schnell es geht. Nur 30 Sekunden lang. Hoch und runter. Sehr gut, Brandon. Euer Körpergewicht ruht auf den Fersen. Macht so viele Wiederholungen, wie ihr könnt. Ihr habt noch 10 Sekunden. Spannt den Bauch an. 3, 2, aufrichten. Die Hantel in der Hand behalten, bitte. Legt sie nicht ab. Wir machen das noch einmal. Wir legen die Hantel noch nicht ab. Wir starten in 5, 4, 3, 2 und 1. 30 Sekunden, los. Ich vermute, dass eure Beine jetzt brennen. Die meiner Sportler brennen ganz sicher. Ich höre Brandy, die anfängt mit diesen kleinen Us, As. Macht weiter. Noch 15 Sekunden. So schnell ihr könnt. Hau sie raus, Brandy. Hoch und runter, hoch und runter. Noch 8 Sekunden. 4, 3, 2 und... Wir machen es nochmal. Nicht ablegen. So sehr du es auch willst, Courtney. Sie würde das Gewicht so gerne auf den Boden legen. Tut's nicht. Behaltet es in der Hand. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Allerletztes Mal. Wir haben 3 Runden, 30 Sekunden gemacht. Und dann am Ende 30 Sekunden lang nur die Goblet Squats. Gut. Hoch und runter. Sieht gut aus, Courtney. Noch 15 Sekunden. Runter mit den Hüften. Gut so. Hoch und runter. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2. Bleibt unten. Bleibt unten. Geh noch ein kleines bisschen weiter runter, Brent. Bleibt genauso. Und jetzt lasst die Bauchmuskeln fest angespannt. Euer Körpergewicht ruht auf euren Fersen. Genauso. Mit dem Oberkörper ein bisschen zurück. Genauso, Brandy. Haltet diese Position. Und als letztes will ich, dass ihr aus eurer jetzigen Position 5 cm nach oben geht. Nur 5 cm. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Entspannt euch. Gut gemacht. Das war super. Zwischendurch dachte ich, Brandy haut mich mit der Kugelhantel um.
Sehr schön. Willkommen beim Cardio Workout Nummer 3. Dieses Workout wird sehr, sehr schnell gehen. Wir haben 45 Sekunden für eine Übung. Ihr kriegt 15 Sekunden Pause. Und dann geht's zur nächsten Übung. Dieses Cardio Workout soll dazu dienen, eure Stoffwechselaktivität zu erhöhen.